möchte ich mir maritime Windlichter basteln und zwar aus Altglas. Tja, und was ich da so vorhabe, schaut euch dieses Video an. Hallo, herzlich willkommen bei Verkunstet. Ja, heute ist Dienstag und Dienstag ist ja bekanntlich hier bei mir der Basteltag. Und ich habe auch hier schon Altglas stehen, was ich mir zu Windlichtern umgestalten möchte. Legen wir los. Ich habe in meinem Fundus ein bisschen gegraben und tatsächlich noch Muscheln gefunden, die ich jetzt hier weiter verwenden möchte für meine Gläser. Ihr seht schon, ich habe hier eine Verpackung gehabt, die war hier so schön ummantelt mit einem Netz. Und dieses Netz, das wollen wir gar nicht wegwerfen, das nehme ich schon mal als Untergrund hier für mein erstes Glas. Da schauen wir einfach mal, ob wir das jetzt hier nur so reinstecken. Das wird nichts, das müssen wir uns abschneiden. Also geht das schon. Dann schneiden wir das hier oben ein Stück ab. Perfekt. Muss auch nicht gerade geschnitten sein. Tun wir das mal an die Seite. Jawohl. Und dann überlege ich noch, ob ich mir hier ein bisschen Band drum mache. Und zwar ganz normales Sisal. Das mir hier oben dran setze. Heißklebe ist schon warm gelaufen, das brauche ich noch nicht. Ich habe jetzt einmal den Rand oben vom Glas komplett beklebt mit der Kordel und habe jetzt mir, weil ich mir überlegt habe, das sieht vielleicht ganz schön aus, ich aber keine Lust habe, im Makramee-Style irgendetwas zu machen, weil ich es jetzt einfach halten möchte, hier oben einmal ein Stück festgeklebt mit der Heißklebe und hier unten. Und ich führe das jetzt hier einmal wieder diagonal nach oben und werde das hier oben wieder festleben. Mal gucken, ob das was wird. Heißklebe, weil sie heiß ist. Okay, wie ihr hört, ich bin nicht alleine. Also, ich bin sowieso ja nicht alleine mit meinem Mann zusammen, aber wir haben noch einen kleinen Besucher hier unten, der gerade seinen Unmut kundtun muss. So, und ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also, ich finde, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Was ich jetzt gerne noch drauf machen würde, wäre Muscheln und Schneckenhäuser. Also ich habe hier noch so ein paar Schneckenhäuser hier liegen. Ihr seht es schon, die wollen verbraucht werden. Die wollte ich jetzt natürlich nicht alle hier drauf, sondern nur so ein paar, dass so ein bisschen dieser maritime Look noch verstärkt wird. Ja, sollte euch das gefallen, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Ich würde mich super darüber freuen. Und ja, wenn euch hier das Basteln gefällt, dann würde ich mich auch über einen Daumen drauf freuen. Und schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr so für maritime Gedanken zu Hause, ja, habt. Ob ihr schon irgendwas dementsprechend zu Hause gemacht habt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Gut, wir bringen mal hier die Muscheln auf. Ich hab's heute mit der Heißklebe. Okay. Ein
eine Ewigkeit später. Das war Glas Nummer 1, was ich mir fertig gemacht habe. Mir gefällt das sehr gut, so mit diesem etwas maritim, mit den Muscheln und hier mit diesem Netz und dem Band da drumherum, also mit dem Seil drumherum, dem Holz. Das reicht aber auch, mehr würde ich jetzt persönlich nicht drauf machen. Jetzt könnte man noch hier oben einen Henkel setzen, indem man das Seil nimmt, vielleicht doppelt oder dreifach nimmt und flechtet und dann hier oben festmacht. Dann hätte man hier noch so auch ein Henkelchen und dann könnte man das Ganze auch aufhängen. Gut. Ich mache mir noch ein Glas. Ich habe mir jetzt hier so eine Kordel hingelegt. Von meiner Überlegung her würde ich gerne die Kordel hier unten rum anbringen und dann hier nur noch so einzeln vielleicht eine Muschel aufsetzen. Dann hätte ich nochmal einen schönen Kontrast zu dem Glas, wie ich es hier habe. Wenn ihr euch jetzt einen Henkel an eins der Gläser dran macht, solltet ihr wohl daran denken, dass ihr natürlich da keine richtige Kerze reinmacht, weil von der Hitze würde euch das irgendwann oben kaputt gehen und von daher würde ich euch dann ein elektrisches Teelicht empfehlen. Ja, also ich bin schon am Überlegen, ob ich hier so einen Henkel ansetze, das fände ich glaube ich ganz nett. Wären also meine Vorschläge für maritimen Flair auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Einfach schlicht und ergreifend. Ich habe wirklich nur geguckt, was ich in meinem Bastelsortiment liegen habe. Ich hatte die ganzen Muscheln noch. Die Gläser hatte ich eh noch, weil ich selten eigentlich solche Gläser wegwerfe. Die Verpackung kann man wunderbar verwenden. Und hier eigentlich so Tau-ähnliches oder Sisalseil habe ich eigentlich auch immer bei mir im Haushalt. Ich finde die super niedlich. Die werde ich jetzt gleich bei mir nach draußen bringen, auf die Terrasse. Lichter rein. Ja, und wohlfühlen bei diesem tollen Wetter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv wieder, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, verkunstet hier bei mir auf dem Kanal. Ja, hier auf dem Video, da geht es noch weiter mit tollen Sachen. Schaut da rein. Ich denke, die werden euch genauso viel Freude machen.